Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder, wie immer, zu einem interessanten Thema. Es zeigt sich in der Sprechstunde zum Beispiel, dass bei Durchfallerkrankungen die Eltern oft nicht sich sicher sind, was sie ihren Kindern denn dann zu essen und zu trinken geben können. Es gibt Kollegen, die sagen, es ist völlig wurscht, sie können auch bei Durchfall weitergeben, was sie wollen. Ich bin dieser Meinung nicht. Ich meine, wenn ein Organsystem krank ist, macht es Sinn, dieses System zu schützen bzw. nicht zu überfordern und ihm die Chance auf diese Weise zu geben, gesund zu werden. In diesem Fall wahrscheinlich, davon bin ich überzeugt, schneller gesund zu werden. Wie sieht so eine Diät aus bei einer Durchfallerkrankung? Kleiner Einschub. Ein Durchfall besteht dann, wenn am Tag 6 oder mehr wässrige Stühle abgesetzt werden. Ansonsten spricht man von durchfälligen Stühlen. Da macht Diät auch Sinn, aber jetzt geht es um die Durchfallerkrankung. Das heißt, wir fangen mit dem Trinken an. Was wäre denn geeignet? Was strengt den Darm nicht allzu sehr an, wenn er krank ist? Und das ist Wasser und das ist Tee. Die Milch gehört nicht zu den leicht verdaulichen Getränken, aber bei Säuglingen geht es ja meist nicht anders. Dann ist der Kompromiss der, dass man die Milch einfach verdünnt. Hälfte Milch, Hälfte Wasser. Das geht. Was schlecht ist, das sind die Säfte. Die Fruchtsäure und der Fruchtzucker, der drin ist, der überfordert den Darm. Und jetzt zum Essen. Vieles ist Ihnen bekannt, zum Beispiel die Salzstängel oder der Zwieback. Aber man kann noch viel mehr zu essen geben und trotzdem den Darm schonen. Dazu zählt zum Beispiel das weiße Toastbrot oder das weiße Knäckebrot oder das Laugenbrötchen oder die Brezel. Der Laugenteig ist leicht verdaulich und kann deshalb bei Durchfall gegeben werden. Schlecht wäre alles, was aus Vollkorn gebacken ist. Was eigentlich sonst gesund ist, ist bei Durchfall schwer verdaulich und damit eine Belastung. Zu essen an warmen, da eignet sich die Nudel aus Hartweizengris, die Kartoffel, die man im gekochten Zustand mit Salz essen kann, oder der Kartoffelbrei, den man ohne Milch und ohne Fett oder nur mit ganz wenig davon anrührt. Eine Suppe, die aus Gemüsebrühe hergestellt wird, mit oder ohne Nudeln, ist ebenfalls möglich. Und das Obst, was am geeignetsten ist bei einer Durchfallerkrankung, das ist die Banane. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass man im umgekehrten Fall, wenn man zur Verstopfung neigt, auf Banane eher verzichten soll. Der Apfel, der kann auch gegeben werden, aber, das ist wichtig, nicht im frischen Zustand. Sondern den Apfel, den muss man präparieren, indem man ihn auf der rauen Raspel reibt und dann liegen lässt, bis er oxidiert, das bedeutet, bis er braun geworden ist. Dann führt dieser braune Apfel eher zu einer Beruhigung des Darmes. Achtet man darauf nicht, das heißt, gibt man den Apfel zu frisch, dann fordert man den Durchfall und die abführende Wirkung des Apfels. An Milchprodukten ist das geeignetste der Naturjoghurt. Typischerweise essen Kinder diesen Naturjoghurt nicht so gerne, weil er etwas bitter schmeckt. Und da gibt es einen Trick, wenn man ihn aufpeppt mit Traubenzucker, und zwar mit Traubenzuckerpulver, dann, probieren Sie es aus, dann schmeckt er richtig lecker, wie ein Pudding. In manchen Kulturen ist es üblich, weder Nudeln noch Kartoffeln zu essen, sondern hauptsächlich Reis zu konsumieren. Das ist in diesem Fall auch möglich. Allerdings, und das ist immer wichtig, auf Soße verzichten. Soße besteht aus Fett und das ist genauso wie Öl schwer verdaulich. Eine ebenfalls sehr gute, den Stuhl verfestigende Wirkung hat die Karotte, natürlich in gedünsteter Form. Und so könnte ein Mittagsmenü durchaus daraus bestehen, dass es beginnt mit einer Gemüsesuppe, mit oder ohne Nudeln, je nach Geschmack. Als Hauptgang
dann Kartoffelbrei mit Karottengemüse. Und zum Nachtisch Naturjoghurt mit Traubenzucker verrührt. Und dann ist das Kind satt und der Darm geschont. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Durchfall ist ein eher allgemeines Symptom. Es kann hervorgerufen werden, und das ist meistens so, durch einen Infekt im Rahmen einer Darmgrippe. Genauso gut aber bekommt man einen Durchfall als Begleiterscheinung bei einem anderen Infekt, zum Beispiel der oberen Luftwege, weil diese Viren geschluckt werden und den Darm auch stören. Oder aber man hat etwas gegessen, was man nicht so gut verträgt und was zu Durchfall führt. Im Prinzip ist es egal, was die Ursache für den Durchfall ist. Wenn Sie den Darm schonen wollen, dann bietet sich diese Diät an. Und wenn Sie eine schriftliche Form dieser Diät haben wollen, dann gehen Sie einfach auf den Link in der Beschreibung. Daumen lutschen. Darüber gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, sich zu informieren. Mein Ziel heute ist es, aus der Praxis zu erzählen, was ich in 20 und mehr Berufsjahren über das Thema Daumenlutschen meine sagen zu können, vielleicht auch sagen zu müssen.